Frühlingshafte Grüße aus dem Tierheim Hannover. Jetzt gibt es eine neue Katzenvermittlung. Mhm. Viele tolle Katzen warten bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Die stellen wir euch jetzt vor. Wir fangen an mit der Lilia. Die Lilia ist am 28.04.23 geboren, also etwas über ein Jahr alt, schwarz und seit Januar bei uns im Tierheim. Die kam über eine Tierklinik zu uns ins Tierheim, hatte eine Oberschenkelfraktur, was vermutlich von einem Unfall herkommt. Ja. Und die Lilia benötigt unbedingt Freilauf. Ich sag mal so, sie ist eine wilde Hummel. Sie ist verträglich, sie sitzt hier ja auch mit zwei anderen Katzen zusammen, aber sehr grob und distanzlos. Ne? Sie überschreitet gerne ihre Grenzen. Ja, und ist da auch nicht so zimperlich, ne? Selbstbewusst. Ja. Eine selbstbewusste junge Dame. Ja. Deswegen müssen Artgenossen schon sehr souverän sein und auch sozial, ne? Um, ich sag mal, um das auch ertragen zu können. Ne? Die Lilia käme auch als Einzeltier gut zurecht. Ne? Ja, na klar. Vielleicht auch ganz gut wäre sogar. Ja, also solange sie ausgelastet ist, ne? Und sich dann halt auch wirklich auch draußen austoben kann. Denn auch zu Menschen kann sie frech sein. Sie muss einfach noch viel lernen. Sie ist aber lebenslustig, ja. Ist sehr verspielt, sehr agil, ja. Wie ich auch schon sagte, aber eben auch freundlich und verschmust. Genau. Und wir denken auch, dass katzenerfahrene Kinder, ich sag mal so ab 10 Jahren, wären durchaus okay. Wie gesagt, sie muss halt jetzt einfach mal lernen, so, das ist in Ordnung, das möchte man auch gerne und das ist jetzt... Ich denke auch, wenn die Lilia Freilauf bekommt, und ausgelassen ist, genau. Wird die auch feinfühliger und ja, genau. Schon, die muss halt ein bisschen Action draußen haben. Ja, genau, so sieht's aus. Die Lilia. Wir machen auch gleich weiter mit der nächsten Katze und zwar ist das die Kimi. Mhm. Die sitzen ja zusammen, unter anderem Lilia und Kimi. Ja. Die Kimi ist am 15.06.23 geboren, schwarz mit einem schönen großen weißen Brustfleck. Mhm. Die ist seit August letzten Jahres bei uns im Tierheim. Die kam über eine Futterstelle zu uns mit ihrem Wurfgeschwistern. Ne? Genau, das war ein ganzer Wurf. Und das waren halt scheue Jungtiere. Die haben halt in der Prägezeit gar nicht den Menschen kennengelernt, ne? Und sind halt draußen frei geboren. Ne? Kimi möchte auch unbedingt Freilauf haben. Ja, unbedingt. Also, merkt man auch. Ja. Sie ist aber natürlich gut verträglich und auch wirklich sozial. Sie braucht tatsächlich auch eine Zweitkatze. Ne? Das kennt sie einfach. Und die anderen Katzen guckt sie sich natürlich einfach auch viel ab. Die war ja bei uns anfangs ausgesprochen scheu. Ja. Inzwischen ist schon neugieriger, ja. Interessierter. Mhm. Also anfassen magst du noch nicht so unbedingt. Nee, ne? Das will sie noch nicht. So mit Leckerlis klappt das schon, aber... Kann man sie schon bestechen so ein bisschen, aber genau. Ne? Also es hat noch nicht diesen... Menschen sind was ganz Tolles, hat sie noch nicht so wirklich erkannt. Nee, genau. Also deswegen denken wir, es wäre auch schön, wenn sie auf den Hof käme, wo sie Mäuse fangen darf und in einer Gruppe mit Katzen, wo man sich eben auch kümmert. Ne? Und sie braucht halt, wie gesagt, einen Sozialpartner. Das ist halt wichtig und halt auch menschliche Versorgung. Die Kimi wartet bei uns, vielleicht ja auf dich. So, die Kiki ist ja die dritte Katze, ja. Die in der Suite mitsitzt. Genau. Mit der habe ich ja sensationell gekuschelt. Mhm. Hat alles gut geklappt. Die Kiki ist im Mai letzten Jahres geboren, grau getigert. Mit weißen und roten Abzeichnungen und seit März bei uns im Tierheim. Das war eine Fundkatze. Mhm. Auch die Kiki möchte unbedingt Freilauf. Ist wunderbar verträglich mit anderen Katzen. Ja.
Anfangs fürchtete sie sich etwas in der Gruppe. Vor der Lilia, ne? Ein bisschen auch vor der Lilia. Ja. Inzwischen erduldet sie so einiges von ihr und dann ist sie auch wirklich tiefenentspannt. Dann nimmt die Lilia sie mal so in den Schwitzkasten und sie so, ach ja, mach doch. Sie ist wirklich sehr, sehr freundlich und zugänglich zu Menschen. Ist sie, ne? Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Anhänglich. Verschmust, absolut verschmust auch. Ja. Verspielt. Klar. Aber auch freiheitsliebend. Genau. Daher der Freilauf. Genau. Und sie wünscht sich tatsächlich auch einen Freilauf mit Katzenklappe, ne? Also einen uneingeschränkten, wo sie entscheiden darf, wann es rausgeht. Und sie haben ja in der Suite auch so eine, wo sie frei wählen können. Ja. Und sie nutzt das auch sehr, sehr viel. Ja. Also dann mal 10 Minuten raus oder eine halbe Stunde, ja, in die Sonne legen. Ja. Ach, jetzt gehe ich wieder rein. Genau. Es wird von morgens bis abends auch gerne genutzt. Mhm. Ja, wir denken auch, dass ältere Kinder so ab 10 Jahren auch okay werden. Ne? Genau. Deswegen, weil sie ist wirklich ein freundliches Mädchen, wenn sie erst mal angekommen ist und auftaucht, dann ist sie... Ist auch erst 1 Jahr alt. Ja. Die Kiki, vielleicht genau die richtige Katze für euch. Die Zahlen bei YouTube von der letzten Katzenvermittlung waren schwach. Es war eine der schwächsten Katzenvermittlungen, was sich dann letztendlich auch zeigte, dass fast alle Katzen, die wir euch letzten Monat vorgestellt haben, noch kein neues Zuhause gefunden haben. Also guckt unbedingt noch mal rein. Das kann ja nicht sein. Das geht gar nicht. Ich zeige euch jetzt mal, bevor Silke euch die ganzen Nichtvermittelten zeigt, die 2 Katzen, die ein neues Zuhause gefunden haben. Und zwar die süße Luna ist vermittelt worden und der freundliche Berti. Mhm. Außerdem die eigensinnige Bibi, die haben wir euch im März, April vorgestellt. Und jetzt kommen reichlich Katzen vom Vormonat, die ihr allesamt bestimmt noch nicht gesehen habt. Und zwar warten noch die anhängliche Maya, genauso wie die selbstbewusste Letizia und auch die schüchterne Jana. Der sensible Jackie wartet noch auf seine Menschen und auch dein Traumpaar hier, Bagheera und Gizmo. Auch die sind noch zu haben. Und zu guter Letzt die freche Lulu. Also unbedingt noch mal reinschauen. Dann geht es auch gleich wieder weiter. Und zwar mit dem Bernard. Der Bernard ist 5 Jahre alt, also 2019 geboren. Grau getigert, seit März bei uns im Tierheim. Auch das war ein Fundtier. Mhm. Und Silke liebt ihn, weil er so einen schönen großen Ballerkopf hat. Ja, da genau mein Beutelschema. gleich fliegen ja, wir weg. Ehrlich, es wird hier noch stürmisch. Ja, also wir haben diesmal viele Freigängerkatzen, aber bei Bernard könnt ihr es euch auch schon selber denken. Der fordert natürlich seinen Freigang ein. Ne? Ja. Das ist ja wirklich so ein stattlicher Kerl, der will auch. Ob vor die Tür. Ob er verträglich mit anderen Katzen ist, haben wir bei uns noch nicht getestet. Mhm. Er ist aber zu uns Menschen sehr offen und auch freundlich. Also er sucht auch wirklich den Kontakt und schmust auch sehr gerne. Und du hast gesagt, er hat auch tierisch laut geschnurrt. Hat er. Aber er weiß auch, was er will. Als ja. er keinen Bock hatte mehr zu schmusen, haben wir mal, genau. mal die Foto raus. Das reicht mir jetzt. Genau. Mehr ne? muss es jetzt auch nicht sein. Eben. Na, und er ist eben ein großer, stattlicher Kerl, ne, mit reichlich Selbstbewusstsein. Genau. Er wurde ja auch erst hier im Tierheim kastriert. Und deswegen denken wir, es sollten schon katzenerfahrene Jugendliche sein, so ich sag mal so ab ca. 12 Jahren. Die auch lesen können. Genau. Ne? Und auch Grenzen akzeptieren. Genau. Die ihm sehen, er will jetzt nicht mehr, dann soll es auch gut sein. Denn, ja. Und auch er fordert einen uneingeschränkten Freigang mit Katzenklappe. Ne? Der will dann halt in seinen Garten und sagen, hier, ich gehe jetzt mal hier. Ich bin jetzt hier der Chef im Garten. Ja. Der hübsche Bernard, ja. 5 Jahre alt, wir wehen gleich hier weg. Unglaublich. Strahlender Sonnenschein und gestetzte Windstärke 9. Ja. Bernard. Mit einem ganz ungleichen Paar geht es jetzt weiter.
Und zwar dem Tweety und der Amadea. Mhm. Der Tweety ist ein Maine Coon Mix, wie ich finde, auch ein richtig hübscher Mix. 2020 geboren, schwarz-weiß, seit April bei uns im Tierheim. Ja. Der kam aus einer Vermittlung zurück, weil er sich mit der vorhandenen Katze nicht verstanden hat. Aber mit der Amadea, die 2018 geboren ist, Schildpatt, ist seit November bei uns im Tierheim, die kam über eine Futterstelle zu uns, klappt das nun ganz hervorragend. Die beiden haben sich gesucht und gefunden. So kann man das sagen. Das ungleiche Paar muss zusammen vermittelt werden. Genau, denn die ergänzen sich wirklich. Das muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Die ergänzen sich auch so prima. Also die liegen auch zusammen, die putzen sich. Ja. Die stehen dann gemeinsam an der Tür. Und und auch Amadea hat, seitdem sie ihren Tweety hat, ist die ja regelrecht aufgeblüht. Aber auch die beiden möchten möglichst uneingeschränkten Freilauf haben. Ja. Und auf das mit einer Katzenklappe. Genau, ne? Natürlich erst nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, wenn die dann auch angekommen sind. Aber den fordern sie schon ein. Und der Tweety, der ist ja wirklich traumhaft. Süß, ne? Du warst da schon ganz hin und weg. Ja, ne? Weil, nicht nur, weil er hübsch ist, weil er auch so, das merkst du eben auch so, der forderte seine Kuscheleinheiten und wuselte um einen rum. Ja. Ganz, ganz toller, toller, schmusiger, lieber, ruhiger Kater. Genau. Und die Amadea, die ist halt doch sehr zurückhaltend und schüchtern. Ne? Die versteckt sich erstmal. Das war ja auch mit dem Film so erstmal wieder ganz zu viel. Aber wenn sie dann wirklich Vertrauen hat, dann lässt sie sich inzwischen auch schon so am Kopf streicheln, legt ihren Kopf so in die Hand. Ne? Aber es müssen dann schon vertraute Menschen sein. Ne? Das hatte bei mir jetzt nicht geklappt. Nein. Aber der Tweety, der gibt der Amadea viel Sicherheit. Genau. Ja, und dadurch ist sie eben total neugierig schon geworden. Also wie gesagt, das war wie so ein Schalter. Ne? Und sie ist entspannt jetzt. Entspannter geworden. Ja, total, also ein tolles Paar. Hm. Sie hat ja so ein kleines gesundheitliches Problem. Ja, sie hat leider einen Herzfehler. Bekommt jetzt einmal täglich eine Tablette in einem Leckerli. Das nimmt sie aber gerne und bestechlich ist sie nämlich auch. Und beide mögen es halt ruhig. Ne? Es sollten jetzt keine Kinder im Haus sein, weil sie sind dann doch schon eher so ein bisschen müde. Es soll alles ein bisschen ruhiger und gemächlicher vor sich gehen. Ne? Daher gerne in ländliche Umgebung. Genau. Es wäre optimal schön auf dem Lande. Mit einer Katzenklappe, wo die beiden selber entscheiden können, ob sie raus wollen. Tweety und Amadea. Auch das nächste Pärchen gibt es nur zusammen. Und zwar die beiden Damen heißen Muttchen. Muttchen ist am 1.8.21 geboren, schwarz. Und Luna. Luna ist am 5.9.21 geboren, schwarz mit weißen Abzeichnungen. Die sind als Abgabetiere im Februar zu uns ins Tierheim gekommen und wie gesagt, nur zusammen. Ja, und auch sie benötigen Freilauf. Wir haben viele Freigänger zurzeit, ja, es ist tatsächlich so. Aber die beiden sind auch wirklich sehr ruhig und auch sehr sensibel. Die brauchen wirklich so Zeit, um aufzutauen. Ne? Also die kommen jetzt nicht gleich auf einen zu und krabbeln auf dem Schoß, sondern die müssen erst mal in Ruhe zu Hause ankommen. Ne? Vor allem die Luna. Ja. Muttchen, hab ich auch ein bisschen gekuschelt. Mhm. Da hat das auch geklappt mit dem Dank der Leckerli schön aus der Hand. Mhm. Muttchen war dann auch so ein bisschen verfressen, das hat ganz gut geklappt. Mhm. Aber man muss ihnen wirklich Zeit lassen. Genau. Das sind keine Katzen, die nach einem Tag auf dem Schoß sitzen. Ja. Bei Vertrauen sind aber beide anhänglich und verschmust und auch die Luna. Ne? Das muss man auch sagen. Sie kamen beide aus einem ruhigen Haushalt. Der sehr ruhig war, wo gar kein Trubel war. Ja. Das wird auch der Grund sein, warum sie so ein bisschen Zeit brauchen. Und deswegen sollten auch Kinder im neuen Zuhause schon Katzenerfahrungen haben. Und ich sag mal, doch schon älter sein, so ab ca. 14 Jahren. Also die dann halt auch
wissen, okay, da braucht bis jemand dahin noch und ein nicht bisschen weiter. Zeit. Ne? Hm? Muttchen ist die mutigere der beiden, auch die selbstbewusstere von den beiden. Ja, während Luna halt, wie gesagt, erstmal abwartet. Ne? Die guckt sich das erstmal aus der Distanz an und überlegt dann. Ne? Die beiden zauberhaften Mädels in einem tollen Alter, die noch viel erleben wollen, aber auch vorsichtig im Freien sind. Genau, und das ist ja eigentlich ganz schön, ne? Dass wenn du die Tiere auch rauslässt, dass du weißt, oh, das ist gar nicht schlecht, wenn die ein bisschen vorsichtiger draußen ja, sind. Genau. Ja, genau. Muttchen und Luna, beide 3 Jahre alt, tolles Alter. Vielleicht genau die beiden richtigen Katzen für euch. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr könnt natürlich auch diesen Monat Katzenfutter im Wert von 100 Euro gewinnen. Und im März hat die Doris und ihr Fiete gewonnen aus Worpswede. 2 schöne Bilder auch geschickt, wo man sieht, wie viel Katzenfutter es ist im Wert von 100 Euro. Und sie schreibt, hallo liebes Tierheim-Team, das Futterpaket von Animonda ist angekommen. Ich freue mich riesig, bedanke mich bei euch noch einmal für den Einsatz der Glücksfee und Fiete wird schmecken. Ich werde einen Teil davon in einem Tierheim und einem bedürftigen Katzenhalter spenden. Die allerbesten Grüße aus Worpswede senden Doris und ihr Fiete. So, und ich mache jetzt Minusrekord diesen Monat. Eine einzige Einsendung. Und derjenige, der mitgemacht hat, kann sich jetzt schon freuen. Ja, lies sie doch einfach mal vor. Ja, genau. Denn Sabine mit Kater Leo aus Limburg in Hessen würden so gern gewinnen. Und jetzt, juhu, das hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Normalerweise sage ich ja jetzt immer, Silke, misch mal, ist nichts zu mischen. Daher jetzt die Regeln. Bitte möglichst schöne Fotos. Auf einem solltet auch ihr sein mit eurer Katze oder euren Katzen. Senden an gewinnspiel@tierheim-hannover.de und den Satz vervollständigen. Ich gucke Tierheim TV, weil. Adresse, Telefonnummer, Namen nicht vergessen, damit, falls ihr gewinnt, sich Animonda mit euch auch in Verbindung setzen kann. Und gewonnen hat diesen Monat, wurde ja nicht gemischt etc. Sabine mit ihrem Kater Leo aus Limburg in Hessen. Sie gucken Tierheim TV, weil? Ja, weil wir mit so viel Humor und Herz unsere Schützlinge präsentieren, dass die beiden sich jeden Monat erneut darauf freuen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren euch und Animonda setzt sich mit dir, Sabine, in Verbindung, damit das Futter direkt auf deinen Kater Leo abgestimmt wird. So, mitmachen, kein schlechtes Gewissen haben. Das Gewinnspiel finanziert Animonda und nicht das Tierheim. Mitmachen, eine Einsendung, das ist so ein Witz im Grunde. Wir drücken die Daumen, falls ihr mitmacht. Die Helene fällt vor allen Dingen auf, weil sie so einen kurzen Stummelschwanz hat. Mhm. 7 Jahre alt, also 2017 geboren, grau getigert, seit Februar bei uns im Tierheim. Die kam über eine Tierklinik zu uns, wurde mit Vergiftungssymptomen in einer Gartenkolonie gefunden. Ja, und dann über die Tierklinik zu uns. Genau. Ja, und jetzt ist aber wieder alles gut. Also es geht ihr wieder prima. Naja, und man kann es sich denken, ne? Sie ist ja in der Gartenkolonie gefunden worden, also auch sie fordert natürlich den Freigang wieder ein. Ne? Sie ist schon mit Artgenossen nach Sympathie verträglich. Diese sollten aber ruhig sein und nicht zu aufdringlich. Das mag Helene nicht. Sie wäre aber auch als Einzelkatze glücklich. Ja, das wäre sie durchaus. Ne? Also sie ist jetzt keine... die sie unbedingt haben müsste, sie hat dann schon ihre Vorlieben. Also wenn, dann auch so. Sie ist ja anfangs sehr skeptisch und misstrauisch. Genau. Du hast ja mit ihr einige Aufnahmen gemacht, weil du sie kanntest. Genau. Und sie war auch erst vor wenigen Tagen ins Katzenhaus gezogen. Und dann ist das natürlich auch noch mal aufregend und der Stress und der Umzug. Aber...
wenn sie jemanden kennt, dann ist sie wirklich total anhänglich und süß. Und sie hat dann natürlich auch meine Stimme erkannt und dann hat sie sich dann doch vorgetraut und dann konnten wir auch kuscheln, ja. Ja, es ist sanfte, verschmuste, anhängliche, süße Katze, aber eben erst, wenn das Vertrauen da ist. Genau. Und deswegen denken wir auch hier, wären Katzen erfahrene Jugendliche in Ordnung. Ne? Denn auch sie, wie gesagt, ne, die braucht auch erstmal Zeit und Ruhe. Und ja, so Trubel und Distanzlosigkeit, das sollte eher ein ruhiger Haushalt sein. Gefällt ihr nicht. Nicht mit zu viel Rambazamba. Aber sonst ist das eine echt zauberhafte Maus. Ich mag die sehr. Wisst ihr Bescheid. Silke mag die Helene. Vielleicht haben euch die Bilder auch überzeugt. Helene, 7 Jahre alt, bei uns im Tierheim. Und schon sind wir bei den letzten beiden Katzen für diesen Monat angelangt. Und zwar bei dem Arni und dem Bruce. Und wer jetzt denkt, die haben ja diesen Monat nur Freigängerkatzen, jetzt zum Schluss kommen 2 Wohnungskatzen, die beide mit dem Balkon zufrieden wären. Mhm. Sehr optimal, aber Freigang ist nicht notwendig. Warum? Weil der Arni, die beiden heißen Arni und Bruce, der Arni ist 2011 geboren, also 13 Jahre alt, schwarz. Er ist fast blind. Der Bruce, 2014 geboren, 10 Jahre alt, grau getigert, seit März bei uns im Tierheim, weil die Halterin ins Krankenhaus musste. Genau. Und die beiden nur zusammen. Ja. Und man sieht das ja auch bei Arni, ne? Dass das eine Auge so trüb ist. Also da wird er nichts mehr drauf sehen können. Ne? Aber es sind wirklich so liebe und süße und bezaubernde Senioren. Also das ist echt so ein Traumpärchen. Ist es. Ja. Der Arni ist ein richtiger intensiver Kuschler. Ja. Als wir reinkamen, da war sofort Kuscheln angesagt. Der Bruce braucht ein bisschen, ließ sich dann aber auch streicheln. Und der Arni ist schon sehr, sehr schmusebedürftig. Ja, und dem Arni, da kann man, seinem Charme kann man eigentlich kaum widerstehen. Ja, ne? Das stimmt. Und er ist nicht, also nicht nur ein intensiver, er ist auch ein leidenschaftlicher Kuschler. Kuschelbär hast du vorhin gesagt. Ja, also wirklich. Nicht nur Schmuser, sondern auch Kuschelbär. Mhm. Aber er ist eben auch ein guter Esser. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Obwohl er kaum noch Zähne hat. Die lecker, ach nee, die lecker, das mocht er gar nicht so nee, unbedingt. Nee, aber auf gutes Essen steht er. Er bewegt sich ein bisschen vorsichtiger natürlich in der Wohnung aufgrund seiner Sehschwäche. Das, da sollte man jetzt nicht ständig umräumen. Nicht alle 4 Wochen die Möbel neu drapieren. Er sollte alles so stehen bleiben, wie es dann ja. Noch ist. Aber er kommt wirklich gut damit zurecht. Also geht auch auf den Kratzbaum und ja. So. Also das ist kein Problem. Der Bruce stellt sich nicht so gleich in den Vordergrund. Oder? Nee, genau. Der ist anfangs so ein bisschen schüchtern. Ja, der wartet auch erstmal ab ja. Und so. Und guckt sich das auch erstmal an. Aber dann überwiegt dann eigentlich auch die Neugier. Und auch er ist überaus freundlich. Ne? Und, bei Vertrauen ist er dann auch sehr anhänglich und verschmust. Ja, total. Aber der braucht halt auch Zeit. Ne? Ja. Ja, also. Es sind ja, auch wir sind ja nicht gleich, ne? Und wir sind ja beide Senioren. Eben. Meine 10 und 13 Jahre alt, beide Senioren, aber die noch beide fit sind. Ja. Muss man einfach sagen. Genau. Wir denken so, katzenerfahrene, ältere Kinder, vielleicht so ab 12 wären okay. Mhm. Und sie suchen jetzt wirklich so ein ruhiges Zuhause und einen schönen Lebensabend, wie gesagt, also bekommen noch keine Medikamente, noch kein Spezialfutter. Die sind ja unser rundum sorglos Paket. Mit Arni und Bruce, die letzten beiden Katzen diesen Monat, die bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Das war die Katzenvermittlung für diesen Monat. Hm. Wir verabschieden uns von euch. Nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Mit der einen Einsendung diesen Monat, das war wirklich nichts. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mitmacht und Katzenfutter im Wert von 100 Euro eventuell ja gewinnt. Wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.